Heute wird der Hornliu Community Day stattfinden oder ist schon mittendrin statt nur dabei am 20. Juni 2020 von 11 bis 17 Uhr. Ein paar Tipps und Tricks dafür und für danach. Was kann man mit Bibor machen? Was ist mit diesem Pokémon in Pokémon Go? Von 11 bis 17 Uhr folgende Boni: dreifacher Fangsternenstaub. Wer Sternenstücke hat, voll rein damit. Dreistündiger Rauch. Ein kleiner Tipp am Rande: man kann auch um 16.50 Uhr. Zum Beispiel noch Rauch aktivieren, hält dann 3 Stunden und der lässt sich stapeln. Also man kann bis 24 Stunden den Rauch nach oben stapeln, also bis zum nächsten Tag 17 Uhr, rein theoretisch, wenn man so viel Rauch hat und das machen möchte. Ist neu ein Shiny dann, Hornliu? Es wird wieder Überraschungen bei Schnappschüssen geben. Bisher war es so, 5-mal Schnappschüsse machen, also immer neu starten die Session, dann hat man jedes Mal ein Community Day Pokémon bekommen und Kumpel ab Level 2 oder höher finden immer verschiedene Bälle und so. Wenn man bis 19 Uhr sogar, von 11 bis 19 Uhr, Kokuna zu Bibor entwickelt, dann erhält Bibor die Ladeattacke vom Typ Boden Schlagbohrer. Dann gibt es auch eine Box, die man ein einziges Mal kaufen kann. Die ist jetzt schon verfügbar und wird auch noch einige Stunden nach dem Event bei uns erwerbbar sein, bis es weltweit dann eben zu Ende ist. Mit einer Top-Lade-TM, 30 Hyperbällen, 3 Sternenstücken und 3-mal Rauch. Durch die Top-Lade-TM kann man eben auch die exklusiven Attacken bei bereits vergangenen Entwicklungen erhalten oder bei Mewtwo für Spukball oder Psychostoß. Dafür ist diese TM da. Wie wird das ablaufen? Ich würde auf jeden Fall 2-mal Rauch empfehlen, falls man sich da noch was aufgehoben hat. Einer hält 3 Stunden, damit sind dann die kompletten 6 Stunden abgedeckt. Ein Glück sei eventuell, wenn man ein paar Freunde hochleveln möchte und Sternenstücke so viele wie man hat, wenn man eben fleißig fangen kann. Natürlich ganz viele Bälle und eventuell sogar ein paar Sananabären, denn Hornliu benötigt nur 12 Bonbons für die Entwicklung. Wer noch Erfahrungspunkte benötigt, kann danach fleißig entwickeln und EP sammeln. Hier nur kurz eingeblendet, wer Freunde hat, wo man einen Tag vor dem Level absteht, aber wenn man keinen Kontakt zu denen hat, dann direkt um 11 Uhr Glücksei an, Geschenk aufmachen und hoffen, dass die andere Person auch ein Glücksei aktiviert hat, weil Level 3 und Level 4 geben richtig viele Erfahrungspunkte. Ein weiteres interessantes Item ist das Moos-Lock-Modul. Also üblicherweise gelten und zählen die Lokmodule in dem Event 3 Stunden lang. Aber das ist noch die At-Home-Edition und da zählt der Rauch eben 3 Stunden lang, die Lokmodule nur die herkömmlichen 30 Minuten. Das Moos-Modul lockt aber auch unter anderem Bibor an, von Haus aus. Da kann Smetbo dabei sein, da kann Bibor dabei sein. Und rein theoretisch gibt es bei wildgefangenen Community Day Entwicklungen auch direkt die Attacke. Sprich, sämtliche wildgefangene Bibor in den 6 Stunden sollten direkt Schlagbohrer haben. Plus, ein Bibor oder ein Smetbo auch, das sind Entwicklungen der letzten Stufe, die geben einen ordentlichen Batzen an Sternenstaub mit dem Mal-3-Bonus und dann noch vielleicht ein Sternenstück dazu. Es bleibt aber bei Mal-3. Wir haben aktuell noch das Sonnenwend-Event aktiv, wo der Sternenstaub verdoppelt wird. Das zählt jedoch nicht dazu, sondern wird sozusagen von Mal-3 überschrieben. Dann, wem es so geht wie mir, wenig Platz. Hier gute behalten und schlechte verschicken. Ich gebe immer 4 Sterne ein und verschicke alles andere sofort. Man kann sich aber auch eine Suchanfrage basteln. Hornliu und 0 Stern, 1 Stern, 2 Stern und nicht schillernd. Das sind alle schlechten, die sofort verschicken, denn eventuell will man sich gute aufheben, beziehungsweise sogar schlechte für PvP. Also Leute, die in der Superliga spielen, sollten die schlechten, und Anführungszeichen schlechten, nicht verschicken, weil für die Superliga sind die Besten die schlechtesten. Klingt komisch, ist aber so. Die besten IV-Kombinationen, ich blende sie hier ein von Go Stadium Club: 0 Angriff, 13 Verteidigung, 14 KP, dann 0 Angriff, 14 Verteidigung, 13 KP. Also man sieht, relativ wenig Angriff, auch hier bei Bibor, und die anderen beiden Werte relativ hoch. Dann kann man das Bibor vom Level her hoch pushen und es bleibt aber trotzdem noch unter den 1500 oder erreicht sie punktgenau. Das wären so ein paar mögliche. Beim Entwickeln muss man auch
gar nicht so aufpassen bei den WP von Huan Liu, denn man sieht hier vom Level her, da nur ein maximal wettergeboostetes mit Top IV würde die 1500 direkt so überschreiten. Denn Bibor kommt nur in etwa auf 1800. Also wenn für PvP, dann nur für die Superliga. Man könnte sich jedoch auch wirklich ein ganz, ganz gutes in der Hinterhand behalten, also entwickeln mit der Attacke und aufheben, auch wenn man sagt, ja, was mache ich jetzt mit einem Bibor und wegen Schlagbohrer? Niantic hat vor kurzer Zeit Mega-Entwicklungen angekündigt und Bibor gibt es in Mega-Bibor-Ausführung. Und wenn die aktuellen Spekulationen so mit den Attributen hinkommen sollten, wir wissen noch nicht, wie Niantic das in Pokémon Go löst, würde jedoch Mega-Bibor mehr als 3000 Wettkampfpunkte erreichen und ist dann vielleicht auch für andere Dinge zu gebrauchen. Aber ansonsten momentan eher wirklich nur für die Superliga, für die Kampfliga, die momentan nicht verfügbar ist. Denn da kann es vielleicht mit Schlagbohrer gegen Registeel ein bisschen ankommen. Mit den Giftattacken, auch der Gift-Sofort-Attacke gegen Azumarill. Ist jetzt nicht das übertriebenste Pokémon, welches jeder unbedingt benötigt. Aber so ein bisschen Schwung in die Sache wird dadurch vielleicht reingebracht. Wetterboost gibt es bei Regen und Bewölkt. Wer rausgehen sollte, natürlich mit dem gewissen Sicherheitsabstand und auf die Umgebung achten, wie jedes Mal beim Einloggen steht. Und ansonsten würde ich mal sagen, wünsche ich uns allen viel Glück, viel Spaß und viele schillernde Huan Liu. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.